Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Minecraft und ja, wir werden zusammen hier in dieser Welt umherstreifen, bauen, überleben und ja, ich möchte gerne das Ganze survivalmäßig aufziehen. Wir werden später wahrscheinlich noch einige Mods dazu nehmen. Aktuell habe ich einfach nur ein Ressourcenpaket und einen Shader drinnen. Und ansonsten, ja, habe ich noch gar nicht so viel geplant. Ich möchte das einfach so on the fly machen und ja, ich habe mich daran erinnert, wie ich früher immer sehr, sehr gerne... Oh, übrigens, wir spielen die 1.16er Version, gerade 1.16.2 ist es, glaube ich. Aber das wird sich eventuell in der Zukunft noch ändern, da ich Biome Bundle gerne mal spielen möchte. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall habe ich früher sehr gerne Gronkh geguckt. Das ist allerdings schon ewig lange her. Und ich fand die Folgen da immer sehr schön, die anfänglichen Folgen. Später fand ich das irgendwie nicht mehr so interessant. Und ich wollte mal wieder selber spielen. Und selber mit euch Minecraft teilen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machst du einfach mal eine LP dazu. Ich habe es auch schon mal eine Zeit lang gestreamt gehabt. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, da dachte ich mir einfach, warum nicht? Warum machen wir es nicht mal? Dann habe ich noch ein bisschen hier die Leistung optimiert. Also, dass wir wirklich eine sehr gute, ein sehr gutes, flüssiges Erlebnis haben mit einem tollen Ressourcenpaket. Da musste ich allerdings die Einstellung ein bisschen runterziehen, weil der Shader nimmt relativ viel in Anspruch. Aber dafür sieht die Welt, finde ich, auch wunderschön aus und ne, das lässt sich eigentlich sehen, finde ich. Kann man auf jeden Fall gut mitspielen und macht Spaß. Außerdem haben wir große Biome, also wir sind wirklich dann lange in einer Gegend unterwegs. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Weil es gibt einfach das Gefühl, dass wir hier eine große Welt haben. Nicht eine zusammengewürfelte Welt, sondern eine große Welt, in der wir durch die verschiedenen Biome streifen. Und man sich auch mal Gedanken machen muss, wie man jetzt zum Beispiel übers Meer kommt. Weil das Meer ist hier riesig. Und wir sind hier, wie ihr seht, auch umzingelt von der Wüste. Das ist ebenfalls so ein Punkt. Die, wie gesagt, die Biome sind halt riesig und dadurch hat man auch ein ganz anderes Gefühl von Größe in der Welt. Deswegen habe ich mir das auch so ausgesucht. Auf jeden Fall, das hier ist mein Skin. Den zeige ich euch mal eben kurz. Das ist der, ja, Löwe, den ich auch als Logo habe, also mein Brand. So das Maskottchen hier. Und der wird uns jetzt hier skintechnisch natürlich auch begleiten. Und ich denke, dass wir gleich genug haben. Ja, wir haben hier mehr als genug eigentlich. Ich werde jetzt nicht alles erklären, weil ich muss auch mich ein bisschen beeilen, weil ansonsten habe ich gleich ein Problem. Nämlich, irgendwann wird es dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann kommen die Monster raus. Creeper, Zombies, Skelette. Und das kann ganz schön unknusprig werden. Deswegen mal eben kurz sehen, dass wir hier eben kurz ein bisschen Steine holen. Natürlich möchte ich ja auch nicht das einfach so halb stehen lassen. Das sieht ja auch ziemlich beschissen aus dann. Aber danach müssen wir wirklich los hier. Ja, das da vorne sieht eigentlich sehr gut aus. Das scheint eine Höhle zu sein oder zumindest irgendein Gang. Ja, da vorne können wir mal reingucken. Und das ist ebenfalls sehr, sehr gut an diesen großen Biomen, finde ich, dass man die wirklich erkunden kann. Man hat dort einfach eine ganz andere Größe und man kann wirklich so ein bisschen das ganze Biom erkunden. Das finde ich sehr schön. Ich finde, bei Biome Bundle war das noch ein bisschen anders, ein bisschen auch groß. Aber Oh, das ist eine Schlucht. Oh, das ist eine Schlucht. Da gehen wir. Da gehen wir nicht runter. Aber
Mach schon mal einen kleinen Screenshot hier. Ich muss nachher nämlich auch noch ein Thumbnail machen und mal gucken. Wobei, wir können hier schon mal was sammeln, sehe ich gerade. Wir können hier schon mal so ein bisschen Steine sammeln. Steinzeit. Genau, können wir jetzt hier nämlich neue Sachen herstellen. Ich würde sagen, wir nehmen schon ein bisschen Kabel mit. Also, ich weiß ja jetzt hier irgendwie Bruchstein oder so, aber im Englischen hieß es halt Cobblestone oder heißt es Cobblestone. Sekunde bitte. So, ich musste mal eben kurz das Mikrofon ein bisschen umstellen hier. Weil so ist das ein bisschen gemütlicher für mich, in das Mikrofon zu sprechen. Ich würde sagen, für den Anfang ist es okay. Wir können hier auch schon mal das nächste herstellen. Der Bruchstein hier, so. Dann haben wir die schon mal. Dann haben wir die. Und ich würde sagen, da können wir auch schon, ja, schon noch ein paar von machen. Da brauchen wir nämlich ein bisschen von. Aber jetzt geht das hier auch relativ schnell. Und wir können vor allem die Öfen, die wir auch noch brauchen, können wir dann ganz schnell herstellen. So, aber ich möchte ja mich auch wieder nicht zu lange aufhalten, denn wir brauchen eigentlich noch ein Bett. Und ein Bett, ja, da müssen wir Schafen so die Wolle über die Ohren ziehen. Oder eine Axt in die Fresse hauen, um es mal so zu formulieren. Oh, ein Schwein. Da zeige ich euch gleich besagtes in die Fresse hauen. Hallöchen. Ach, du siehst aber, du siehst unglücklich aus. Lass dich erlösen von mir. Da vorne sind Schafe. Oh ja, Schafe. Schafe und Schweine. Wir töten aber nur die Weißen. Bam. Bam. Und bam. So. Jetzt haben wir schon mal dreimal weiße Wolle. Das ist gut. Und wir haben auch Hammelfleisch. Das ist richtig gut. Denn wir brauchen noch was zu essen. Ne? Wir werden ja hungrig mit der Zeit. Und bam. Bam. Und bam. Okay. Wir werden hungrig mit der Zeit und brauchen was zu essen. Und bam. Und da müssen wir natürlich auch schon ein bisschen vorsorgen hier. Bam. Ey. Ey, ich hab Bam gesagt. Du kriegst nur ein Bam. So. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir in die Wüste gehen und dort uns aufbauen oder wollen wir hier bleiben? Das ist halt die große Frage jetzt, weil es hat halt Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, wir nehmen zumindest ein bisschen Sand mit. Ihr seht ja auch da, ich weiß nicht, was ist das denn hier? Ach, eine Höhle und Sandstein. Ja, ein bisschen Sand können wir mitnehmen, weil wir brauchen das für Glas. Ne, so ein bisschen was weiß ich noch von früher. Ich weiß nicht alles, aber ich möchte auch nicht so viel verraten kriegen in den Kommentaren. Also haltet euch da bitte ein bisschen zurück, ne? Ihr dürft mir ruhig Vorschläge machen, wenn ihr sagt, hey, du kannst doch dies oder jenes machen. Das ist okay. Vorschläge sind okay. Man sollte nur diesen Befehlston vermeiden, weil da bin ich ganz allergisch. Von wegen, mach dies, mach das, ne? Das kennt ihr vielleicht von euren Geschwistern, falls ihr Geschwister habt. Die dann kommen und uns, ne, und euch irgendwelche Sachen erzählen, wie zum Beispiel, mach dies, mach das, ne? Wenn ihr da gerade am Spielen seid und ihr denkt euch nur so, ach komm. Lass mich doch einfach spielen. Was ich allerdings gut finde hier an der Wüste, dass wir es relativ übersichtlich haben. Ich würde sagen, dass wir da vorne uns in die Wüste. Ja, die Sonne geht gerade unter. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Optionen hier. Okay. Ich glaube, so viel aussuchen kann ich. Also, ich kann mir das jetzt auch nicht mehr wirklich aussuchen hier. Bauen wir hier einfach mal ein Häuschen hin. Das muss nicht groß sein, das muss nicht schön sein, das wird auch nicht schön. Aber es muss zweckmäßig sein. So, da vorne. Zack.
Ich sag ja, das sieht nicht gut aus, aber es erfüllt dann gleich seinen Zweck. Wobei, ich habe keine Kohle, ne? Ach, Arschlecken. Jetzt wird's gefährlich. Da hinten ist schon eine Spinne. Was ist denn das denn? Das ist ein Hasen! Das ist ein Hasen! Wie gut sind denn Hasen in der Wüste? Wie genial! Wusste ich gar nicht, dass hier Hasen sind. Die haben sie wahrscheinlich auch erst später eingefügt. Wie cool. Von dem Entwickler von Minecraft hat man auch lange nichts mehr gehört, oder? Notch? Ich glaube, der heißt ja Notch, ne? Bin mir da nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube schon, dass er Notch hieß. Oder so ähnlich. Ja gut, machen wir mal eben kurz hier eine... Oh oh. Also einen kann ich killen. Das ist kein Problem. Den Zombie kann ich killen. Das ist jetzt sehr unangenehm. Das ist jetzt verdammt unangenehm. Dass die für auch eine Reichweite haben, ne? Mich zu sehen. Muss jetzt auch einen zweiten machen, weil ich will da vorne nicht hingehen. Dann hat der Skelett mich nämlich auf den Kieker. Hat er sowieso gleich wahrscheinlich. So. Wir könnten hier... Oh oh. Vorne ist, glaube ich, ein Ender. Ein Enderman. Ja, ist er. Nicht hingucken. Ansonsten wird er mad. Der wird so ein richtiger Mad Pro 93, wenn man den anguckt. Deswegen den sollte man zufrieden lassen. So. Da ist ein Bettchen. So, ein Bettchen für uns. Und wir können sogar schlafen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier kommt keiner rein. Ist aber dunkel. Oh, hatten wir Glück. Ich glaube nämlich, wenn es dunkel ist und man dann schläft, dann kann es passieren, dass da Monster kommen. So, und ich bin froh, dass ich mir dieses Pack geholt habe, weil das sieht wunderschön aus, finde ich. Das sieht wunderschön aus. Wunderschön. Und da vorne ist immer noch... Warum? Was soll denn das? Warum seid ihr noch da? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Leute. Nicht cool. Geh weg. Ich bin ein sehr friedliebender Löwe. Siehst du? Oh. Ah, ich habe einen Screenshot gemacht. Yay. I, nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. So. Ui, okay. Wollen wir das Haus noch ein bisschen verschönern? Ich weiß nicht. Sieht eher aus wie ein Gefängnis da drin. Ist es ja irgendwie auch. Aber gut, am Anfang brauchen wir nicht mehr. Ne? Wir brauchen jetzt kein extravagantes Häuschen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Equipment. Wir brauchen ein bisschen... Wir brauchen Hasenfleisch. Kann ich mich anschleichen bei dem? Nee. Komm her. Komm her.
Ich bin ein Löwe, du bist ein... Dieser verdammte Hase. Komm her, komm her, komm. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Ich hole meinen Bogen, echt. Das ist nicht möglich. Egal. Okay. Wir brauchen, damit das Häuschen vielleicht ein bisschen hübscher wird, brauchen wir ein paar Steine. Oder wollen wir das Haus überhaupt aufhübschen? Ich weiß nicht. Wir machen ein Dach drüber und dann haben wir zumindest schon mal so eine kleine Location, wo wir hin können, ja. Aber es muss jetzt nicht unbedingt schön sein, aber ich finde es eigentlich auch schon toll, wenn es jetzt nicht so aussieht, als wäre das irgendwie so voll die abgeranzte Crackbude da. Also so ein bisschen. Ein bisschen Niveau. Ja, also so ein bisschen sollte man da schon vielleicht gucken, dass wir das. Nee, hier sind auch Häschen. Sind das die. Ich weiß nicht, ob das Häschen aus der Wüste sind oder Häschen, die hier auch im Wald sind. I don't know. Aber hier sind so viele Kakteen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das könnte man so als Verteidigung vielleicht nehmen hier. Drumrum bauen und so, keine Ahnung. Und da vorne ist ein Loch. Beziehungsweise... Da vorne ist ein Eingang. Vielleicht ist das eine Höhle. Da können wir gleich mal gucken gehen. Wir brauchen ja sowieso Fackeln, ne? Und dann können wir das eventuell gleich mal machen. Oh, was sehe ich denn gerade hier da so? Bapp. Ich würde sagen... Ja. Nee. Das sieht zwar echt scheiße aus, aber... Ich will sehen, ob das funktioniert, so wie ich das haben möchte. Ja, aber scheint zu funktionieren, so wie ich das mir hier vorgestellt habe. Ich habe mir das nämlich so vorgestellt, dass wir das so einfach mal hochbauen hier. Ja, so ein kleines, es muss ja nicht wunderschön sein. Es muss einfach nur, dass wir es gut erkennen können, dass es so halbwegs wie ein Haus aussieht. Das reicht mir ja schon. Ich muss ja keine Preise gewinnen. So, aber dafür braucht man noch ein bisschen mehr Holz. Und vor allem brauchen wir jetzt, wie gesagt, auch Kohle. Kohle können wir allerdings auch selber brennen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Kohle finden. Wir können Kohle uns auch einfach selber machen. Ach, die Musik ist so wunderschön. Ich glaube, das machen wir auch. Wir werden uns die Kohle einfach selber brennen. Ne, do it yourself, Löwe hier. So. Oh, wir haben auch noch relativ viel Zeit. Wir können ja auch einfach pennen, dann wir haben ja das Bett. Ja? Bett können wir auch mitnehmen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur in den Höhlen dann wirklich mit schwierigen Sachen konfrontiert werden. Es gibt auch noch viel, viel härtere mittlerweile. Es gibt ja so viele Sachen, die man finden kann auch in der Welt. So viele Gebäude und Gegenstände. Und das finde ich wirklich verdammt geil. Und glaub mir, ich habe nicht mal die Hälfte davon gesehen. Ich habe den Never gesehen, ich habe vielleicht eine Never-Festung gesehen. Das sind so die größten Sachen, die ich gesehen habe in der Welt von Minecraft. Ich habe bisher, glaube ich, 1 bis 2 Locations gesehen. Aber wo ich unbedingt mal irgendwann rein will, sind die Unterwassertempel. Da war ich noch nie drin. Da will ich unbedingt mal rein.
Ja, und vielleicht. Ja, und wir brauchen auch ein bisschen Brot. Ne, ein bisschen was anpflanzen ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ein bisschen Weizen kann man später auch sehr gut gebrauchen. Vor allem, wir wissen ja nicht, wann wir wieder die Möglichkeit haben, Samen zu kriegen. Ne? Wir werden durch die Wüste reisen, meine Lieben. Und das wird wahrscheinlich ganz schön Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen auf die Reise vorbereiten. Wir brauchen verschiedene Sachen, wie zum Beispiel nur Sachen, die wir anpflanzen können, die wir vermehren können. Und wir brauchen auch noch eine Rüstung. Eigentlich. So, ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz zurück zu unserem Häuschen. Und das ist wieder so ein kleines Problem. Orientierung. Orientierung ist was ganz, ganz Schlimmes bei mir. Also, wir brauchen auch dann schnell eine Karte, denke ich. Weil ich kann mich ganz, ganz schlecht orientieren. Deswegen bin ich froh, dass wir das Häuschen da hinten gebaut haben. Ich meine, das sieht halt mega crap aus gerade. Aber ich würde sagen, so ein bisschen was nehmen wir zum Bauen gleich. Und ein bisschen was zum Einschmelzen. Beziehungsweise zum... Ups. Also ich werde vorne jetzt das Dach nicht fertig machen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, vorne noch das Dach zu machen. Oder mache ich das noch? Keine Ahnung. Mal gucken. Wollte erstmal so die Seiten fertig machen. Ich glaube ja, dass das so geht. Mit den Treppen hier. Kommt man hier noch so. Genau, Eckdinger. Ja, genau. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, das können wir dann später weiterbauen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie man das macht. Oder wie ich das früher gemacht habe, besser gesagt. Mal sehen, ob es dann am Ende noch was aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich sehe auch gerade, die Zeit rennt uns davon. Und das ist auch so ein Punkt, der bei Minecraft ganz krass ist, finde ich. Man vergisst einfach die Zeit. Und das ist natürlich was Schönes. Ne? Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ist doch schön, wenn man Spiele hat, wo man einfach mal ein bisschen was vergessen kann. Aber es heißt natürlich auch, dass die Folgen hier einem so kurz vorkommen werden. Hey, sag mal. Also wirklich. Und mir kommen sie jetzt schon so kurz vor. Aber so ist das halt. Ich will jetzt noch mal kurz schlafen. Und dann werden wir uns das von außen mal angucken, was wir heute so geschafft haben. Und ich bin nicht der beste Baumeister bei sowas. Ist auch ein bisschen ne, kurz, klein. Es ist halt so eine wirklich eine ganz, ganz kleine Hütte. Aber ich finde so für einen Anfang ist das ganz okay. Die Seite müssen wir natürlich noch frei machen. Aber dann haben wir hier schon mal ein kleines Häuschen, was uns die Möglichkeit gibt, halt ne, so ein bisschen einen Unterschlupf zu haben hier. Ist schon mal ganz schön. Und ja, mache ich auch gleich mal ein Bildchen von. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ein echt tolles Spiel. Und ich bin froh, es mal wieder spielen zu können. Ich hatte schon früher mal einen Account, der wurde mir allerdings gehackt. Oder war ich eh jünger und ach, da habe ich dann versucht, ihn wiederzubekommen und Mojang hat sich quergestellt und naja, habe ich mir dann einen neuen geholt und ja, hier bin ich wieder. Also, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und tschüss.